Willkommen zum nächsten Video in unserer Serie Eine Frage, eine Antwort. Ich beantworte heute wieder eine häufig gestellte Frage zum Teelichtofen. Die Frage von heute ist hochinteressant und betrifft die Sicherheit des Teelichtofens. Zur besseren Veranschaulichung habe ich zwei gute Videos zum Thema Teelichtbrand herausgesucht und gehe darauf ein. Das erste Video zeigt die Entstehung eines Teelichtbrands. Das nochmal hier draußen auszupusten. Und im zweiten Video werden verschiedene Feuertests mit Teelichtern in einem Brandlabor gezeigt. Uiuiui, jetzt kommt gleich die Feuerwehr. Die Frage von heute lautet: Wie gefährlich ist ein Teelichtofen? Wann entsteht ein Wachsbrand und was ist das? Beim Teelichtofen geht es um die Speicherung und Umwandlung von Wärme. Die Konvektionswärme der Teelichter wird in Strahlungswärme am Ton umgewandelt und für den Menschen besser nutzbar gemacht. Die Speicherung von Wärme im Bereich offenes Feuer ist ein komplexes Thema. Wie immer, wenn offenes Feuer im Wohnbereich entzündet wird, sollten einige Dinge beachtet werden, dass es nicht gefährlich wird. Wer es mit der Wärmespeicherung übertreibt, kann einen Wachsbrand verursachen, auch bekannt als Kerzenbrand oder Teelichtbrand, der mit Wasser nicht mehr löschbar ist. Wer ein paar Sicherheitshinweise und Informationen beachtet, hat eine sehr nützliche und schöne Wärmequelle. Bei selbstgebauten Teelichtofenkonstruktionen kommt es vor, dass plötzlich der ganze Teelichtofen raucht oder in Flammen steht. Wie kann das passieren? Fängt der Tontopf Feuer, wenn er zu warm oder zu trocken wird? Oder gibt es andere Gründe? Je nach Verwendung wird Ton meistens zwischen 500 und 1280 Grad Celsius gebrannt. Also die Hitze der Teelichter kann jedenfalls keinen Schaden am Ton hervorrufen oder ihn entzünden. In der Physik gibt es etwas, das sich Selbstentzündungstemperatur bzw. Entzündungstemperatur oder auch Zündpunkt nennt. Das heißt, dass sich ein brennbarer Stoff bei dieser Temperatur von selbst entzündet und anfängt zu brennen, wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist. Der Vorgang wird auch exotherme Oxidationsreaktion genannt. So kann sich auch flüssiges Kerzenwachs ab einer bestimmten Temperatur von selbst entzünden und ist ähnlich wie ein Fettbrand nicht mehr mit Wasser löschbar, weil das brennende Wachs mit einer Temperatur von mehreren hundert Grad weit über dem Siedepunkt von Wasser mit 100 Grad liegt und es durch den extrem hohen Temperaturunterschied zwischen Wasser und Öl zu einer explosionsartigen Verbrennung mit einer meterhohen Stichflamme kommen würde. Das ist dann die sogenannte Fettexplosion. Kerzen bestehen aus unterschiedlichen Materialien und haben somit auch unterschiedliche Zündtemperaturen. Bio-Teelichter bestehen zum Beispiel häufig zu einem großen Teil aus Rapsöl. Die Selbstentzündungstemperatur bei Rapsöl liegt bei ca. 250 bis 300 Grad. Das heißt, dass bei diesem Beispiel die Temperatur im Innentopf von 250 bis 300 Grad auf keinen Fall erreicht werden darf, was auch durch die Beachtung der 10 wichtigen Sicherheitshinweise möglich ist. Die Sicherheitshinweise haben wir auf unserer Internetseite für alle veröffentlicht. Den Link dazu füge ich gerne in die Beschreibung ein. Bei unserem langjährig getesteten Teelichtofen haben wir die Materialien und Abstände so gewählt, dass im inneren Topf eine Temperatur von ca. 150 Grad entsteht und die Temperatur somit noch weit genug von den verschiedenen Selbstentzündungstemperaturen entfernt ist und trotzdem am Außentopf eine sehr angenehme Strahlungswärme von 50 bis 70 Grad entsteht. Auch wenn der Wunsch verständlich ist, die Wärmespeicherung mit mehr Teelichtern oder einem größeren Teelichtofen zu erhöhen, empfehlen wir besser, mehrere kleine Teelichtöfen mit maximal 2 Teelichtern zu verwenden. Die Temperatur im Innentopf kann sich durch die Erhöhung der Anzahl an Teelichtern oder Abweichung in der Bauweise extrem verändern und die Selbstentzündungstemperatur von flüssigem Wachs erreichen, wie die folgenden Beispielfotos zeigen. Auf dem Foto ist eine Übersicht mit verschiedenen Konstruktionen zu sehen, bei denen es vermehrt zu einem Teelichtbrand kommen kann. Es muss nicht sein, aber wenn zu viele ungünstige Faktoren zusammenkommen, kann die Entzündungstemperatur vom flüssigen Wachs erreicht werden. Das Foto links oben mit dem grünen Häkchen zeigt unsere getestete Variante, die wir auch mit einer Bauanleitung auf unserer Internetseite vorstellen und im Onlineshop anbieten. Bei den Fotos mit einem roten Kreuz besteht erhöhte Brandgefahr. Und bei den Fotos mit 2 roten Kreuzen besteht besonders hohe Brandgefahr. Auf den nächsten Fotos ist noch eine kurze Beschreibung zu den verschiedenen Konstruktionen zu sehen. Die Fotos sind auch noch einmal auf unserer Internetseite zu finden und können dort gerne auch ganz in Ruhe angeguckt werden. Den Link dazu füge ich auch gerne in die Videobeschreibung ein. Der ganz linke Teelichtofen ist unsere getestete Variante.
Bei dem zweiten Foto ist der obere Topf zu niedrig angebracht, sodass der wichtige Sicherheitsabstand zwischen Teelichtflamme und Tontopf nicht mehr stimmt. Auf dem dritten und vierten Foto ist der Abstand durch die zu großen Kerzen ebenfalls zu gering. Bei dem Teelichtofen links und in der Mitte ist zu sehen, dass zu viele Teelichter zu eng zusammenstehen. Auch ohne Teelichtofen muss zwischen Teelichtern immer ein Abstand von mehreren Zentimetern eingehalten werden. Der genaue Abstand kann je nach Hersteller der Teelichter unterschiedlich sein. Die Hersteller zumindest wissen um die Gefahr und sie warnen auch davor. 3 Zentimeter Mindestabstand werden zwischen 2 Teelichtern empfohlen. Das rechte Foto hat 2 rote Kreuze. Das heißt, hier kommen mehrere ungünstige Faktoren zusammen und es besteht höchste Brandgefahr durch zu viele zu eng stehende Teelichter und zu geringe Abstände zwischen Kerzen und Tontopf. Auch der Teelichtofenturm bekommt 2 rote Kreuze, weil mehrere ungünstige Faktoren zusammenkommen. Auf dem ersten Blick ist der Teelichtofenturm eine schöne Idee, weil er gut aussieht und die Wärme wie bei einer Heizstrahlersäule platzsparend übereinander entsteht. Allerdings besteht auch bei dieser Konstruktion eine hohe Brandgefahr durch zu viel Wärmeentwicklung. Teelichter sollten nie zusätzliche Hitze von unten bekommen, weil sich das flüssige Wachs sonst entzünden kann und ein Teelichtbrand möglich ist. Okay, dann wollen wir uns mal einen Teelichtbrand in der Praxis ansehen. Das Video zeigt sehr gut die Auswirkungen der zu eng stehenden Teelichter und die Herausforderungen beim Löschen. Man kann sehen, dass zwischen dem Anzünden der Teelichter und dem Wachsbrand etwas über 2 Stunden vergehen. Bei Teelichtöfen mit noch mehr Teelichtern oder noch weniger Abstand zwischen der Kerzenflamme und dem Tontopf beginnt der Brand auch deutlich früher. Die Teelichter werden erst flüssig und erhitzen sich dann immer weiter, auch gegenseitig. Vor allem die Metallhüllen bauen auch eine große Hitze auf und geben sie direkt an das Nachbarteelicht weiter. Das ist eine Art Erhitzungskreislauf, der durch genügend Abstand zwischen den Teelichtern verhindert werden kann. Interessant wäre es zu wissen, ob sich die Teelichter auch ohne Teelichtofen entzündet hätten, wenn so viele Teelichter so eng über 2 Stunden auf einem Teller brennen. Dazu gucken wir uns gleich noch ein Video aus dem Brandlabor an. Man kann auch sehen, dass es noch einzelne kleine Flammen gibt, also noch stehen nicht alle Teelichter im Vollbrand. Wichtig ist es an diesem Punkt zu verstehen, dass es sich bereits um einen Teelichtbrand handelt, der nicht mehr ausgepustet werden kann oder mit Wasser gelöscht werden darf. Die Löschung muss mit einem speziellen Feuerlöscher oder Löschspray der Brandklasse F für Fettbrände erfolgen. Je nach Material der Teelichter muss das Löschspray auch manchmal für die Brandklasse B für Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen geeignet sein. Das zu wissen ist aber nicht so wichtig, weil alle Löschsprays, die ich mir angesehen habe, sowieso für beide Brandklassen geeignet waren. Wichtig ist es zu verstehen, dass das brennende Wachs eine Temperatur von weit über 300 Grad hat und das Wasser bereits bei 100 Grad verdampft. Wenn nun das Wasser mit dem brennenden Wachs in Berührung kommt, verpufft es explosionsartig. Das Wasser dehnt sich in kürzester Zeit um das 1600-fache Volumen aus. In dem Video ist gut zu sehen, dass das Auspusten eher eine Sauerstoffzufuhr ist und den Brand noch weiter anheizt. Im Brandlabor wurden ähnliche Tests mit brennenden Teelichtern gemacht. Es wurden mehrere Teelichter sternförmig eng nebeneinander gestellt und angezündet. Die Wissenschaftler ziehen sich jetzt sicherheitshalber hinter die Glasscheibe zurück. Ah, das Wachs in der Mitte kocht jetzt langsam. Nach kurzer Zeit Flächenbrand. Wer hätte unscheinbaren Teelichtern das zugetraut? Im nächsten Ausschnitt wird noch einmal gezeigt, was passiert, wenn man das brennende Wachs auspusten will. Ich versuche jetzt mal auszupusten, allerdings traue ich mich das jetzt persönlich nicht mehr. Ich nehme mal hier diese Luftpumpe und wir schauen mal, ob wir irgendwas sehen. Also man sieht schon, es fliegt brennendes Wachs umher. Und jetzt folgt der Praxistest, das heiße Wachs mit Wasser zu löschen, bei dem man gut sehen kann, wie das Wasser verpufft. Also vielleicht besser Wasser nehmen? Das gleiche wie mit einer brennenden Pfanne oder mit Öl gefüllten Fritteuse.
Das Wasser sinkt nach unten, expandiert auf das 1600-fache Volumen und dann spritzt überall brennendes Wachs umher. Nun könnte man sich noch fragen, ob man das Feuer nicht auch durch Sauerstoffentzug ersticken kann. Theoretisch geht das. Bei einer brennenden Bratpfanne, also einem Fettbrand in der Pfanne, reicht es oft aus, einfach den Deckel auf die Pfanne zu legen und eine Weile abzuwarten. Allerdings ist eine normale Wohnzimmerdecke zum Löschen nicht geeignet. Was übrigens auch nicht taugt, die nächstbeste Wohnzimmerdecke. Die meisten Decken sind mittlerweile aus Kunststoff und heizen das Feuer zusätzlich an. Wenn, dann bräuchte man eine richtige Löschdecke, die beidseitig spezial imprägniert ist. Oder auch eine größere Menge Sand, um die Flammen zu bedecken. Am besten funktioniert aber das vorhin genannte Löschspray. In dem Video schafft das Löschspray dieses große Feuer mit 76 Teelichtern und der brennenden Decke mit nur 2 bis 3 Stößen auszumachen. Jetzt müssen wir das Feuer wirklich ausmachen. Und zwar mit einem speziellen Feuerlöschspray für Fettbrände. Das gibt's im Baumarkt für knapp 25 Euro. So ein Löschspray griffbereit zu haben, macht eigentlich überall Sinn. Im Auto, in der Küche, in der Nähe vom Grill und auch im Keller. Es ist immer einsatzbereit und löscht sehr effektiv. Das Löschspray legt sich wie ein Teppich über das brennende Wachs, sodass es dann nicht wieder entflammen kann. Eine kleine Auswahl an geeigneten Löschmitteln für zu Hause habe ich zusammengestellt und verlinke sie in der Beschreibung. Also man sieht bei den verschiedenen Videos, dass man das Thema Teelichtbrand schon ernst nehmen sollte und lieber mehrere kleine getestete Teelichtöfen mit 2 Teelichtern nutzt, als zu viele Teelichter zu eng nebeneinander anzumachen. Das soll nicht heißen, dass nur unsere Variante die einzige sichere Konstruktion ist und es keine anderen Varianten geben kann. Aber das ist die Variante, für die wir uns in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr entschieden haben und die sich in unseren vielen Praxistests dann auch bewährt hat. Bei richtigem Verhalten ist der Teelichtofen eine sichere und sehr nützliche Wärmequelle. Licht und Wärme bei Stromausfall und an Orten ohne Heizung. Jederzeit kurzfristig verfügbar und immer einsatzbereit. In der Videobeschreibung werde ich jetzt noch die Playlist zu den anderen Kurzvideos aus der Videoserie Eine Frage, eine Antwort und die genannten Löschmittel verlinken. Also dann, bis zum nächsten Video.